So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Bloody Unboxing. Ja, ich habe euch ja vor kurzem diese Coin-Card von 007 präsentiert. Aber ihr habt ja, aufmerksame Zuschauer haben ja sicherlich bemerkt, hier, da war doch noch was anderes drin. Und genau das möchte ich euch heute auch noch vorstellen. Schön hier in Luftblisterfolie verpackt, damit da auch ja nichts rankommt. Finde ich super. Mein Händler, mein Dealer, der macht das wirklich sehr, sehr ordentlich immer. So, und jetzt schauen wir mal, was sich da noch verbirgt. Ich mach das gerade mal hier auf. So. Ah, schön. So. Ich tue das Ganze hier auch mal aus dieser Folie hier raus. Ordentlich verpackt. Ja, was haben wir denn hier so? Also, das ganze Ding kann ich euch... Entschuldigung. Kann ich euch jetzt schon sagen, kommt aus den Fidschis. Ja, von den Fidschi-Inseln. Ja, auch die haben entdeckt, dass es immer mal wieder Fans gibt, die sich... Entschuldigung, was ist jetzt mit meinem Hals los? Jetzt verliere ich meine Stimme, glaube ich. Die sich für solche Filmsachen interessieren. Und aus dem Grund haben die eine 2-Dollar-Münze rausgebracht. Das Ganze ist in Silber. Präge Qualität, polierte Platte, also so das Höchste, was es überhaupt gibt. Und nur 1000 Stück in der Marvel Collection. Ja, eine Unze in Originalbox mit Zertifikat, offiziell von Marvel lizenziert. Also es ist für Marvel-Fans wirklich unverzichtbar, das gute Stück. 99,9% Silber in Farbe, 1000 Stück als Auflage. Also es ist wirklich sehr, sehr begrenzt, das ganze Ding, weltweite Auflage. Ein Echtheitszertifikat ist dabei. Und hier eine Original Avengers Box. So, was ist denn da jetzt los? Also wir sehen hier erstmal die Box, die ist auch hier geprägt. Sieht geil aus, muss ich sagen. Gefällt mir cool. Überhaupt die ganze Box ist schön gestaltet. Ich hatte ja neulich, von Spider-Man, glaube ich, was vorgestellt. Die war ja auch in dieser Box, war auch von Fidschis. So, also so ein richtig Metal Case. Ja? Ihr seht das. So, hinten Avengers. Auch hier Prägeschrift, ich halte es ein bisschen gegen das Licht, könnt ihr gucken. Pure Silver Collectible Coin. Und hier geht es so ein bisschen drum, wer oder was sind denn überhaupt die Avengers. Ja, und Avengers beinhalten hier Captain America, den Hulk, Iron Man, Thor, Black Widow, Falcon, Hawkeye, Vision, War Machine, Ant-Man, Wasp und den Black Panther. Also ihr seht... jede Menge Leute, die da mit dabei sind. So, jetzt machen wir mal das Ding auf. Oh Gott, geht gar nicht. Wieso geht denn das jetzt hier nicht auf? Oh, ich muss mal hier kurz aus dem Bild raus, dass ich das aufkriege, das Ding. Ihr sagt mal, haben die das verschweißt oder was? Ich muss vielleicht... Ich krieg's nicht auf. Jetzt habe ich es auf. Also ich habe schon gedacht, ich müsste den Hulk rufen. Ne? Also das ist echt, es war richtig zu, das ganze Ding. Ja, also hier muss man dann wirklich ein bisschen, man muss vorsichtig sein, sonst tut man diese kleine, dünne Blechbüchse natürlich ruckzuck da kaputt machen. So, aber letztlich habe ich dann doch aufgekriegt, das ganze Ding. Jetzt gucken wir mal da rein. Wieder schön gemacht, das Ganze. Hier ist wieder so eine Limitierungskarte drinne. Gucken wir es mal an. Cool, guck doch mal hier. Marvel Avengers. Ja, da sind sie doch. Ich weiß nicht. Nö, alle nicht. Aber ein Großteil ist doch drauf. Schick gemacht, das Ganze. Im Übrigen ist diese Limitierungskarte, die hier auch in Folie eingeschweißt ist, hier oben ist das Copyright von Marvel drauf. Die besteht auch aus Silber. Hier unten steht es. This Certificate. 2G Pure, 999er Silber, also 99,9% Silber, eine echte Silberkarte, kein Alupapier, echtes Silber. So, hier stehen die ganzen Spezifikationen drauf, 99,9% hat die Münze, Proof, also das ist polierte Platte, das ist die höchste Qualität überhaupt, eine Unze, schwer das Ganze, 2 Dollar ist der Nennwert, ausgegeben von der Reserve Bank of Fidschi
im Jahr 2020. Und auch hier steht drauf Mintage, also wirklich 1000 Stück weltweit. Ich habe die Nummer, hier oben steht sie, Nummer 651. So, auch die Blechdose, schaut euch doch mal hier an, ja, ist doch geil gemacht, oder? Schick, richtig schönes, schönes Artwork hier innerhalb dieser Blechbüchse. So, dann ist hier nochmal eine Folie drauf. So, und diesmal, ja, diesmal ist es kein Superheld, der hier herauskommt, sondern wirklich das Avengers-Logo. Ich hol's mal raus. Ja, schwer, schön, schön schwer. Avengers sieht super geil aus. Gucken wir erstmal hinten schnell drauf, dann kann ich sie wieder reinlegen. Hinten ist also natürlich dann hier das Wappen von den Fidschis drauf. Fidschi 2020, ich zoome mal ran, könnt ihr das ein bisschen besser sehen. So, dann haben wir hier links stehen eine Unze und hier auch nochmal Feinsilber 999 und unten der Nennwert 2 Dollar. Das finde ich cool gemacht. So, ich lege sie mal wieder hier rein, dann können wir uns noch die Oberseite angucken. Also das Avengers-Logo, es sieht richtig cool gemacht aus. Eine richtig schicke Münze wieder von den Fidschis. Die machen echt gute Sachen, muss ich sagen. Ja, also Tuvalu und Perth Mint und Canadian Mint habe ich ja hier schon oft vorgestellt. Fidschis ist halt ein bisschen teurer, muss ich sagen, weil die halt eine echt strenge Limitierung haben. Aber... Also ich habe es nicht bereut, die geholt zu haben. Sieht richtig schnieke aus, kann man sagen. Und ja, tolles Stück für die Sammlung. Wer Marvel-Fan ist und steht auf sowas oder möchte damit anfangen, dem kann ich es nur ans Herz legen, weil es wirklich eine schöne Sache ist. So, Avengers-Logo kam raus von den Fidschi-Inseln. Limitiert, polierte Platte in Farbe, eine Unze pure Silber. Holt es euch, wenn ihr mögt, ihr das Ding haben wollt. Bis zum nächsten Mal. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing.